Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen, ich möchte euch meine paar wenigen Neuzugänge zeigen. Es wird, denke ich, ein recht kurzes Video, denn diesen Monat habe ich nicht viel geshoppt und das soll eigentlich auch so bleiben. Ich habe mir vorgenommen, zumindest jetzt mal in den heißen Monaten ein klitzekleines bisschen kürzer zu treten, denn ich vermute, dass im Herbst, Winter wieder einiges gekauft wird. Ja, und dann kann man ja wenigstens im Sommer mal vielleicht ein bisschen Geld einsparen. Entschuldigt bitte, dass ich heute ein klitzeklein wenig zerknittert vor euch sitze. Ich war eben bei der Hausarbeit, als der Paketbote klingelte und mir meine letzten Kerzen brachte. Und ich hatte jetzt keine Lust, mich extra für das Video umzuziehen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ja, und wenn nicht, kann ich es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich habe in diesem Monat wirklich sehr wenig geshoppt. Ich habe mir ja den Candle Warmer bestellt, außerdem 3 Clamshells und 4 Kerzen, die ich ersteigert habe und damit auch günstiger bekommen habe als zum regulären Händlerpreis. Und ich fange mal mit den Clamshells an. Da habe ich von Village Candle zum ersten Mal den Rosemary Lavender. Und dieses Wachs, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, ja, ich glaube, so fängt die Kamera das ein, hat leider etwas geschwitzt. Deswegen werde ich es jetzt nicht aus seiner Verpackung nehmen, um an seinem Popo zu riechen, obwohl es dort ja meist etwas intensiver riecht. Und man riecht schon den Lavendel raus, aber auch diese Rosmarinnote, da ist was Kräuteriges im Hintergrund zu riechen. Ich weiß nicht, ob ich es als Rosmarin erkennen würde, wenn ich es jetzt nicht wissen würde, aber ich würde immer sagen, da ist irgendwas Kräuteriges im Hintergrund. Der Lavendel ist aber um einiges stärker als der Rosmarin und ich bin sehr gespannt, wie der sich in der Lampe machen wird. Ich hatte ihn, wie gesagt, noch nie und ich lasse mich überraschen. So, die anderen beiden Clamshells sind ebenfalls Lavendeldüfte, denn ich befinde mich immer noch komplett in meiner lavendeligen Phase. Ja, und deswegen habe ich bei den 3 Clamshells wirklich nur Lavendeldüfte genommen. Der zweite ist von Bridgewater Candle, den hatte ich auch noch nie, das ist der Lavender Lane. Und in der Duftbeschreibung steht, das soll einfach nur junger Lavendel in voller Blüte sein. Ich finde, dass der sehr ätherisch riecht, ohne krautig zu riechen, interessanterweise. Und ich bin mir bei der ätherischen Note auch nicht sicher, ob es wirklich nur der Lavendel ist. Auch wenn nur der in der Duftbeschreibung aufgeführt war. Aber so kalt habe ich wie so leichte Eukalyptusmomente. Vielleicht bilde ich mir die auch nur ein. Aber ich weiß, dass einige Lavendeldüfte gerne mit Eukalyptus gestützt werden. Warum nicht auch hier? Ich werde es ausprobieren. Laut Duftbeschreibung, wie gesagt, war es nur Lavendel. Ich werde euch in einem der Aufgebrauchten wissen lassen, ob es wirklich nur Lavendel war oder ob da noch was anderes mit durchkam. Und der dritte ist dann von Wax Lyrical, der English Lavender. Und das ist auch so ein Clamshell mit 6 Stücken, aber ihr seht schon, das ist um einiges größer gehalten. Und das hat auch mehr Gramm. Also dieser hier hat 73 Gramm auf 6 Stücke, während der hier 90 Gramm auf 6 Stücke hat. Ist aber auch ein klitzekleines bisschen teurer gewesen als die herkömmlichen Clamshells. So, vom English Lavender habe ich eine Duftbeschreibung für euch. Die lautet: Eine Mischung aus beruhigendem Lavendelduft mit leichter Note von frischem Eukalyptus und Bergamott sowie eine zarte Basis von Sandelholz. Und hier hört ihr schon, hier ist zum Beispiel Eukalyptus mit drinnen. Ich bilde mir auch ein, den rauszuriechen. Kann aber auch halt eine Einbildung sein. Man lässt sich ja doch von vielen Dingen unterbewusst beeinflussen. Von dem Namen eines Duftes, von der Wachsfarbe, von der Duftbeschreibung. Und es muss nicht immer so sein, wie man es dann wahrnimmt. Kennt ihr sicherlich auch. Aber auf jeden Fall rieche ich den Lavendel sehr schön heraus. Ich meine den Eukalyptus, wie gesagt, auch zu riechen. Bergamott nehme ich nicht wahr. Und das Sandelholz kalt jetzt auch nicht. Ich hoffe aber, dass die Sandelholznote sich dann bemerkbar macht, denn ich liebe Sandelholzdüfte. Und ich glaube, dass das mit Lavendel eine richtig feine Kombination ist. Auf den freue ich mich sehr. Ja,
das sind meine 3 neuen Lavendeldüfte, die ich diesen Sommer verbrutzeln möchte. Dann habe ich bei eBay ein paar Schnäppchen gemacht, aus dem einfachen Grund, es war so heiß, dass die wenigsten Leute Lust hatten auf Düfteln oder auf Duftkerzen. Und das ist der Moment, wo man bei eBay richtig gute Schnäppchen machen kann, weil die Leute einfach nicht bieten oder nicht hoch genug bieten. Es einfach nicht genug Bieter gibt. Und dann bekommt man Kerzen mitunter sehr günstig. So habe ich zum Beispiel die Rainbow Shake ersteigert für 18,28 Euro. Niegelnagelneu natürlich. Und gegen die habe ich mich ja im Frühling, als sie rauskam, so gewehrt. Einfach wegen der roten, dunklen Beeren, die hier drin sein sollen. Und dunkle Beeren und ich, das geht so selten gut. Und ich wollte ihn deswegen auch nicht haben. Dann habe ich bei Candle Heaven damals ein Tarte bestellt. Die hatten die Tarts von diesem Duft. Und ich fand ihn toll. Und ich finde ihn immer noch toll und deswegen ist er jetzt als Glas da. Es ist ein Dunkelbeerenduft, aber der ist durch diese Milchnote so angenehm, so cremig, so weich und so lecker. Er riecht wirklich wie ein Beeren-Shake. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, dass es wirklich wie ein Shake riecht. Nicht wie ein Eis, nicht wie ein Kompott oder so. Es riecht für mich wirklich wie ein beeriger Milchshake. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben. Ich finde den toll. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur im kalten Zustand daran rieche. Und ich freue mich, dass ich da jetzt ein ganzes Glas von habe. So, dann habe ich eine Kerze ersteigert. Von denen hatte ich schon mal ein paar Melts. Die fand ich auch in Ordnung. Vielleicht nicht überragend, aber in Ordnung. Und habe mir jetzt erstmals ein großes Glas davon ersteigert für 15,10 Euro von Keystone Candle, den Wedding Cake. Wedding Cake hat folgende Duftbeschreibung. Moment. Diese hypnotische Mischung hat Basisnoten von Karamell, die mit einem reichen Mandelgeschmack gekrönt sind und mit einem süßen weißen Kuchen, Milch und Madagaskar-Vanille abgerundet sind. Und das Lustige ist, oder traurige, ich rieche hier an dem Glas nichts. Da kommt eine ganz leicht milchige, sahnige Note. Und sonst rieche ich nichts. Ich hoffe, dass das im Warmzustand anders wird, denn sonst wäre das ja ein Fehlkauf gewesen. Ich hatte, wie gesagt, noch nie eine Kerze von dieser Firma, nur schon mal Wax Melts und die waren okay. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, ob das für 15,10 Euro ein Schnäppchen war oder ein Fail. Nun denn. Die günstigste Kerze, die ich bei eBay schießen konnte, ist von Yankee Candle die Moonlit Blossoms. Da habe ich 16,50 Euro für bezahlt. Und ich bin echt froh, sie für den Preis bekommen zu haben, denn ich wollte sie unbedingt haben und ich hätte sie mir auch sonst zum normalen Preis von 29,90 Euro gekauft. Aber 16,50 Euro klingt besser. So, die Duftbeschreibung von Moonlit Blossoms. Romantisch und mystisch zugleich. Wie gewachsene, wild gewachsene Blumen und Beerensträucher verströmen bei Mondschein ihren Duft. Und als Duftbestandteile sollen drin sein Brombeere, Granatapfel, Jasmin, Lavendel, Ylang Ylang, Amber und weißer Moschus. Und ich hätte keine einzige dieser Komponenten blind erraten. Auf den Moschus hätte ich vielleicht getippt, aber nur aufgrund dessen, weil ich diesen Duft als sehr, sehr parfümig empfinde. Und wenn er so parfümig ist, hat meistens Moschus seine Hände mit im Spiel, seine Finger mit im Spiel. Ne? Für mich ist das ein sehr dunkler, schwerer, floral parfümiger Duft. Ich hatte den als Tarte getestet und ich fand ihn mega. Auch meinem Freund hat er sehr gut gefallen und ich finde ihn ganz toll. Und ich sage, ich hätte Brombeer, Granatapfel, Jasmin, Lavendel, Ylang Ylang, Amber und Moschus so nie erraten. Es ist einfach so diese Gesamtkomposition, die das für mich besonders macht. Wer schwerere,
floral-parfümige Düfte mag, sollte Moonlight Blossoms einmal testen. Für mich ist der mega. Und da mein Freund den auch mag, denke ich, werden wir mit diesem Duft sehr viel Spaß haben. So, dann habe ich nur noch ein Glas und den habe ich dann wieder für 18,50 Euro ersteigert. Das ist der Seaside Woods mit diesem wirklich, finde ich, sehr hässlichen Label. Es soll, glaube ich, Treibholz darstellen. Es wirkt für mich irgendwie wie Knochen. Es ist nicht schön, aber der Duft ist schön. Ich habe eigentlich gedacht beim ersten Mal, als ich ihn als Tat hatte, dass der so in die Richtung geht Driftwood oder wie der Beechwood, der schon lange nicht mehr im Sortiment ist. Ist er aber gar nicht, denn er riecht sehr, sehr süß. Und ich lese euch auch hier einmal die Duftbeschreibung vor. Seaside Woods. Umgeben Sie sich mit Gemütlichkeit. Treibholz vermischt sich mit strahlenden Zitrus- und Blumennoten für den perfekten Ausflug an die Küste. Enthalten sein sollen Orangenblüte, kühle Zitrusfrüchte, süße Strandkresse, Baumwollholz und Treibholz. Ja, und diese süße Strandkresse, das ist das, was ich als erstes wahrnehme. Dieser Duft ist sehr süß. Danach kommen die, das Treibholz und das Baumwollholz durch. Also er ist auch holzig. Ich empfinde ihn dabei allerdings nicht als maskulin. Salzig finde ich ihn gar nicht im Vergleich zu jetzt Beechwood oder so, den ich als recht salzig und frisch empfunden habe. Er gehört natürlich auch in die Kategorie Fresh, ist klar. Ich finde ihn aber gar nicht so frisch aufgrund der Süße, die dort enthalten ist. Trotzdem finde ich diesen Duft wunderschön und für mich ist der Satz, der ihn am besten beschreibt, wirklich der oberste in der Duftbeschreibung. Umgeben Sie sich mit Gemütlichkeit. Denn dieser Duft ist für mich gemütlich. Es ist für mich ein sehr gemütlicher Sommerduft. Und wer war das? Ich glaube, der Hannes sagte, dass er diesen Duft gerade unter dem Candle Warmer als zu stark empfunden hat. Da bin ich sehr gespannt. Für mich gibt es eigentlich keinen zu stark. Denn ich denke mir, wenn etwas zu stark ist, dann mache ich den Duft aus und lasse das warme Wachs noch ein bisschen seinen Duft abgeben im Raum oder ich öffne noch ein Fenster zusätzlich. Zu stark gibt es für mich nicht. Aber ich bin gespannt. Er soll ja eine Duftgranate sein. Ja, das waren im Grunde schon meine duftigen Neuzugänge. Und was mittlerweile auch eingetroffen ist eben, ich habe es aber noch nicht ausgepackt, ist mein Candle Warmer. Den werde ich aber gleich auspacken und ich denke auch heute noch einweihen, denn ich möchte natürlich auch direkt die Erfahrung machen, ja, wie das denn jetzt wirklich ist, wenn ich da eine Kerze drunter stelle. Ich meine, ich habe das natürlich oft von anderen gesehen und gehört, aber es ist doch was anderes, wenn man das Gerät dann selbst zu Hause hat. Ja. Das war also mein klitzekleiner Einkauf. Auch wenn das Video kurz war, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, wann auch immer ihr das Video euch anschaut. Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüssi.